Ja. Ah, Harry. Nein, nein, es ist in Ordnung. Ich komme sofort. Ich bringe die Akten mit. Lass mich bitte meinen Kaffee austrinken, ja? Ja, gut, bis gleich. Ah, kommen Sie rein, Frau Bach. Guten Tag. Ich bin heute ein bisschen spät dran. Soll ich Ihnen noch Frühstück machen? Nee, das ist nicht nötig. Ich habe schon gefrühstückt. Im Stehen, wie? Wie immer. Werden Sie abgeholt? Ich nehme meinen eigenen Wagen. Also Wiedersehen und viel Vergnügen hier beim Saubermachen. Wiedersehen, Herr Devin. Auf Sie geschossen? Ja. Sind Sie verletzt? Nein. Es ist alles in Ordnung. Danke. Was? Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme sofort. Willi, los, schnell, auf Derek ist geschossen worden. Was? Ja, ruf du den Erkennungsdienst an. Vor seinem Haus, stell dir vor. Also da stand der Wagen. Es war ein Kleinwagen. Schwarz. Das ist alles, was ich sagen kann. Ja, und das Nummernschild? Ja. Was sieht man, wenn man hinter dieser Mauer hockt? Ja, ist ja klar. Sag mal, etwas ist merkwürdig. Ja, etwas ist merkwürdig. Dass man dich nicht getroffen hat. Das finde ich auch. Auf diese Entfernung. Was ist los, Derek? Man hat auf Sie geschossen? Ja, guten Morgen, Herr Kriminaldirektor. Guten Morgen. Wir überlegen gerade, was es da für einen möglichen Hintergrund gibt. Ja, was könnte dahinter stecken? Ja, was dahinter steckt. Heute Morgen kam eine Todesanzeige. Möglicherweise besteht da ein Zusammenhang. Bitte. Wo waren Sie heute Morgen um 9? Heute Morgen um 9 Uhr? Solche Fragen stellt man Leuten, von denen man ein Alibi will. So ist es. Also, bitte. Was ist denn heute Morgen um 9 Uhr passiert? Es ist auf mich geschossen worden, als ich aus dem Haus kam und zu meinem Wagen wollte. Ach. Es ist auf Sie geschossen worden? Ja, stellen Sie sich vor. Verstehe ich das richtig, wenn ich vermute, dass Sie mich für den Schützen halten? Wenn Sie uns sagen, wo Sie heute Morgen um 9 Uhr waren, dann erledigt sich diese Vermutung von ganz alleine. Lassen Sie mich überlegen. Heute Morgen um 9 Uhr. Cornelia, kommst du, ne? Ja, bitte? Wo war ich heute Morgen um 9 Uhr? Hier. Du hattest eine Besprechung. Mit wem? Mit Van Dijk und Keller. Worum ging es? Um das Rohölgeschäft mit Venezuela. Gibst du den beiden Herren Namen und Adressen? Ja. Sie sind die Sekretärin. Und sie ist meine Tochter. Ich habe Ihrem Vater schon gesagt, dass uns der Tod Ihres Bruders, dass wir ihn sehr bedauern. Wenn Sie dort anrufen wollen, dann bitte heute noch. Die Herren werden morgen in Rotterdam erwartet. Ja, wir werden uns beeilen. Ach, gut, dass Sie noch da sind. Mir ist da was eingefallen, ganz plötzlich. Ich möchte Sie gerne einladen. Haben Sie Lust, mich zu besuchen? Sie beide? Heute Abend? Nichts dagegen. Gib den Herrn die Adresse, Cornelia. Aber kommen Sie ohne Blumen. Also wenn er es nicht war, dann waren es andere in seinem Auftrag. Stefan, der will dich umbringen. Zunächst einmal hat er uns eingeladen. Ja, aber warum tut er das? Er hat doch keinen Zweifel daran gelassen, dass du schuld bist am Tod seines Sohnes. Und trotzdem lädt er dich ein, das heißt uns? Ja, ist erstaunlich. Derek? Lass den Motor nicht an! Harry, nimm die Hand vom Schlüssel. Was ist los? Ein Anruf vor 2 Minuten, eine Warnung. Ihr sollt den Wagen nicht benutzen. Wer hat angerufen?
Eine Männerstimme. Kein Name, nichts. Nur die Warnung. Nicht den Wagen benutzen. Dann hat er sofort aufgelegt. Wo seid ihr? Vor dem Haus, in dem Renzi seine Agentur hat. Also, sofortiger Polizeieinsatz. Die Straße muss abgesperrt werden und schickt einen Experten für Sprengstoff. Hast du verstanden? Ja, alles verstanden. Wir steigen aus. Langsam und vorsichtig.